Hallo, mein Name ist Torge Meyer und ich habe eine Idee. Ich glaube, dass viele Menschen immer mehr ihr Potenzial verlieren. Und ich glaube auch, dass viele Menschen dieses Potenzial nie gekannt haben. Wir Menschen sind nicht nur physische Wesen, wir sind auch vor allem geistige Wesen. Und ich denke, früher war uns das bewusster. Doch heute existieren wir vor allem als Steuerzahler und Konsumenten. Meine Idee ist daher, dass wir wieder zum Geistigen zurückkehren. Aber warum glaube ich das? Weil ich glaube, dass wir erst uns ändern müssen, bevor wir die Welt verändern. Es gibt da einen weisen Spruch, der besagt, wer nicht nach innen geht, geht leer aus. Diesen Spruch kann man in einem beeindruckenden Buch lesen. Es heißt Gespräche mit Gott und es wurde geschrieben von einem Amerikaner namens Neil Donald Walsh. Dieser Herr Walsh hat in einer schweren Phase seines Lebens Fragen an Gott gestellt und laut seiner Meinung hat er Antworten erhalten. Dies ist natürlich schwer zu glauben, doch unabhängig davon sind die Antworten, die der Autor erhält, faszinierend. So faszinierend, dass man tatsächlich glauben könnte, sie stammen aus einer anderen Quelle. Als würde tatsächlich Gott antworten. Das Buch hat letztendlich eine sehr große Botschaft. Gott ist gar nichts von uns Getrenntes. Er, sie oder es ist immer bei uns. Nein, vielmehr um uns, in uns. In allen Dingen, die wir sehen und nicht sehen. Und wir alle können diese faszinierenden Antworten erhalten. So steht in dem Werk geschrieben, alle Dinge sind ein Ding. Es gibt nur ein Ding und alle Dinge sind Teil des einen Dings, das ist. Als ich diese Zeilen las, hat sich mein Leben verändert. Ich habe etwas gefunden, wonach sich so viele sehnen. Einen Sinn im Leben. Ich habe etwas gefunden, was wir über die Jahrhunderte immer mehr verloren haben. Denn wir waren einst das Land der Dichter und Denker. Ich habe etwas gefunden, was mir nicht nur den genannten Sinn gibt, sondern auch eine Erfüllung. Ja, man kann sogar sagen, eine Aufgabe im Leben, die ich mit großer Freude und Leidenschaft annehme. Denn dieses Gottesbild, von dem Walsh da schreibt, das ist nichts Neues. Es ist etwas, von dem auch große Denker unserer Weltgeschichte schon gesprochen haben. Es ist etwas, an dem auch ein Albert Einstein, ein Goethe, ein Spinoza Gefallen gefunden haben. Ich spreche vom Pantheismus. Diese Alles-ist-Gott-Lehre, die uns zur Göttlichkeit der Natur und des Universums zurückkehren lässt. Und diese Lehre kann dieses Potenzial, von dem ich spreche, wiederbeleben. Warum? Weil Pantheismus einen geistigen Urgrund in uns weckt. Wir sind nicht mehr getrennt von dieser Welt, wir sind die Welt. Pantheismus ist für mich etwas, über das man zwar reden kann, aber vielmehr erfahren sollte. Pantheismus bedeutet Philosophie, Geisteswissenschaft. Er macht aus dir einen Weltbürger. Da er unseren Verstand öffnet und uns die Dinge, die wir als normal betrachten, als Wunder offenbart. Die Wunder der Freundschaft, der Hoffnung, der Menschlichkeit. Das Wunder, dass wir jeden Tag durch die bedingungslose Liebe einer Mutter zu ihrem Kind sehen können. Das Wunder, dass wir durch Vergebung erfahren können. Pantheismus geht über Gott hinaus, da er niemanden ausschließt, nicht mal den Atheisten. Er inspiriert mich zu Ehrlichkeit, zu Freundlichkeit und vor allem zu einem höheren Verantwortungsbewusstsein. Er kann den Menschen verständlich machen, dass wir die Fäden in der Hand halten und dass dies auch schon immer so war. Pantheismus macht Philosophie wieder lebendig. Er macht das ganze Leben dadurch lebendiger. Erst durch ihn habe ich verstanden, dass nichts Schlechtes daran ist, in einer Gesellschaft zu leben mit so vielen Kulturen und Lebensweisen. Denn alles gehört zur menschlichen Erfahrung,
die wir im Pantheismus als göttlich definieren. Gott ist kein Platzhalter mehr. Er, sie oder es versteht sich als ein System, eine Erkenntnis, in der wir uns nicht als Fremde gegenüberstehen, sondern als Bruder und Schwester. Pantheismus ist ein Konzept der Zukunft, ein Potenzial, was zum Weltfrieden führen kann. Und darum sollte er neue Bekanntheit erlangen, weil wir ihn dringend brauchen. Pantheismus holt in einer stumpfen Gesellschaft die Philosophie wieder in die Mitte der Gesellschaft. Und genau das brauchen wir. Philosophie in der Mitte der Gesellschaft. Denn wollen wir wirklich in einer Gesellschaft leben, in dem das Höchste der Gefühle darin besteht, die neuesten Schuhe zu tragen oder das neueste Handy zu besitzen? Dass wir unser Glück davon abhängig machen, wie weit wir in unserem Job kommen? Die Sängerin Sarah Lesch hat in ihrem Song Testament Treffendes gesagt. Auch du warst mal ein Kind und auch ich war mal klein und uns haben sie was erzählt. Und dann macht man das alles und versucht so zu sein. Und dann merkt man, dass einem was fehlt. Und dann verlernt man sich richtig zu spüren und man flüchtet sich in Kunst oder Konsum. Und während ihr fleißig Pläne macht, lachen die Götter sich krumm. Warum vergessen wir eigentlich so oft, was Kinder für eine unglaubliche Gabe haben? Sie sind komplett frei von all diesen Gesellschaftsdogmen, an denen so viele festhalten. Für Kinder ist jeder Tag ein Abenteuer. Denn irgendwie haben wir dies mit der Zeit immer mehr verlernt. Am Ende geht es nur noch darum, jeden Tag das Gleiche zu tun, um bloß erwachsen genug zu sein für diese Welt. Kinder sind hingegen naiv und haben keinen Schimmer von dieser wirklichen Welt. Ist es so? Oder haben wir Erwachsenen vergessen, dass dies eine von uns erschaffene Welt ist, die wir wie eine Religion betrachten, eine Religion der Alleinwahrheit? Sarah Lesch singt in dem Lied weiter: Lasst eure Kinder mal was dazu sagen, hört ihnen richtig zu. Die spüren sich noch, die haben Feeling für die Welt. Wenn Kinder dies in sich tragen, dann müssten wir dies doch auch in uns tragen. Doch warum fällt uns das so schwer? Warum sollte das naiv sein? Mit diesem Song von Sarah Lesch möchte ich aussagen, dass wir immer mehr unser geistiges Potenzial verlieren. Und dass dies nach meiner Meinung sogar das größte Problem der Menschheit ist. Nur wenige wollen für diese Welt Verantwortung übernehmen, obwohl dies unsere Welt ist. Und genau deswegen brauchen wir den Pantheismus. Wir brauchen insbesondere den geistigen Kern, der im Pantheismus verborgen ist. Wir sollten uns selbst die Philosophie wiedergeben, denn durch sie haben wir unsere Menschenrechte und unsere Demokratie bekommen. Denn wenn Gott in allem steckt, dann auch in uns. Dann haben wir unbegreifliches Potenzial. Dann haben wir unbegreifliche Möglichkeiten. Und da rede ich nicht von Millionären oder einflussreichen Politikern. Ich rede von Putzfrauen, von Altenpflegern, von Kassierern. Lasst euch nichts einreden. Ihr habt Macht. Euch ist dies nur nicht bewusst. Und dieses Bewusstsein kann durch Pantheismus verstanden werden. Sarah Lesch singt in ihrem Werk ebenso: Man hat euch Geist und Gefühl gegeben, und doch seid ihr nur Mitläufer. Ihr großen, vernarbten, hilflosen Riesen, ihr wart doch auch mal klein. Und jemand hat euch mit Schweigen gestraft und ließ euch darin allein. Und uns sollte bewusst sein, wir sind nicht allein. Und wir müssen auch nicht schweigen. Denn wir sind Schöpfer unserer eigenen Realität. Lasst uns endlich wieder lebhaft sein. Lasst uns Künstler sein. Lasst uns Liebende sein. Lasst uns Freunde sein. Wir sollten begreifen, dass unser Leben nicht wie in einem Actionfilm aussehen muss, sondern in der Stille eine bedeutende Bereicherung bringen kann. Denn nichts ist großartiger als zu erkennen, in was für einer unbeschreiblichen, wunderschönen und spannenden Existenz wir leben. Wie großartig diese Erfahrung ist. Und darum bin ich Pantheist. Pantheismus hat mir das Verständnis wiedergegeben, dass ich eine Seele habe, dass ich den kindlichen Teil dieser Seele nicht verlieren muss, um erwachsen zu sein. Denn das Leben ist ein Abenteuer. Und darum glaube ich an den Pantheismus.
Er kann uns wieder zu Dichtern und Denkern machen, die wir einst waren.